Für mich ist Underworld Awakening einer der schlechtesten Filme, die Hollywood in den letzten Jahren ins Kino gebracht hat. Das Drehbuch ist grauenhaft, das Schauspiel ist grauenhaft, die Regie ist grauenhaft. Für mich persönlich stimmt an dem Film leider so gut wie gar nichts. Underworld Awakening ist ein steriler, langweiliger, lebloser Film. Teilweise erscheint der Film so uninspiriert und seelenlos, dass es für mich schon fast traurig ist, mehr oder weniger dieses sterbende Stück Kino mit ansehen zu müssen. Es ist ein lahmer, langweiliger, öder Film, der es meiner Meinung nach nicht einmal geschafft hat, die Kampfszenen ansatzweise dynamisch, ansatzweise interessant zu machen. Ein Film, der voller Logiklücken, voller unerklärter Ereignisse ist, was abgesehen, was unter Berücksichtigung der Simplizität der Geschichte wahnsinnig überraschend ist. Und ich persönlich kann Underworld 4 nicht empfehlen. Allerdings muss ich der Fairness halber auch sagen, dass Underworld-Fans bzw. andere Leute, die ich gefragt habe, den Film sehr wohl positiv aufgenommen haben. Also wenn ihr dem Underworld-Franchise prinzipiell positiv gegenübersteht, gebt dem Film eine Chance. Ich habe es auch gemacht. Ich persönlich fand ihn halt im Endeffekt einfach nur...